Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Auxiliums Tech Talk. Ja, was soll ich denn sagen? Ich habe mich mit Proxmox beschäftigt. Nachdem ich heute Vormittag mehrere Meldungen bekommen habe, dass Proxmox nur 6 Disks unterstützt, habe ich dann erstmal etwas gegoogelt. Google hat mir natürlich das Gleiche gesagt. Proxmox kann nur 6 Disks. Egal ob jetzt an einem SATA-Controller oder an einem SCSI-Controller. Das ist gehüpft wie gesprungen. Liegt nicht am Loader. Liegt am System selbst. Also an Proxmox. Deswegen in meinen Augen immer noch Prox Trash. Aber erstmal dahingestellt. Es gibt eine Möglichkeit, mehr Disks zu nutzen. Zeige ich euch jetzt gleich. Kurz noch eine Info zu dem verschlüsselten Arc Patch. Es gibt ein paar Probleme mit der Freigabe, mit der automatischen Freigabe vom Discord. Was bist denn du? Ah, okay. Das wird nichts werden. Zwecks den Rollen, dass ihr auf den Key zugreifen könnt. Habt da noch was in der Nachricht angepasst? Ich denke, damit sollte es funktionieren. Discord ist da manchmal etwas langsam, das zu überziehen, dass ihr die nötigen Schritte ausgeführt habt. Ja. Also. Entweder habt Geduld oder lest einfach die Nachrichten mal genau durch, dann braucht ihr auch nicht 1000 Nachrichten schreiben. Was gerade hier im englischen Chat ja etwas durch die Decke ging. War jetzt nicht so geplant. Noch dazu ist das Video zu dem verschlüsselten Arc Patch noch nicht mal draußen. Das kommt erst in einer anderthalben Stunde. Ja, was soll ich sagen? Es ist halt so. Gut. Zurück zu Proxmox. Ich habe mir hier eine VM angelegt. Ihr seht, ich habe 8 Disks drin, 8x32 GB. Ich habe ein bisschen was geändert. Ich habe das I/O auf Native gesetzt und den SSD-Teil hier aktiviert. Ja. SSD-Emulation und ja, Async-I/O auf Native. IO-Thread habe ich rausgenommen. Hat bei mir etwas gehangen. Kann aber auch sein, dass das nur bei mir gehangen hat, weil ich ja das Proxmox virtuell in einer VM im ESXi habe. Das ist ja nicht irgendwie nativ installiert. Das kann damit zusammenhängen. Ich möchte es auch nicht nativ installieren. Ich habe auch keine Hardware frei, wo ich es nativ installieren könnte. Deswegen testet es bei euch. Den IO-Thread-Trigger hier, den habe ich rausgenommen. Schaut, ob es bei euch geht oder nicht. Ob ihr hier Host auswählt oder Qemu, ich habe es auch mit Qemu probiert, das macht keinen Unterschied. Hier Qemu 64 geht genauso. KVM habe ich jetzt nicht extra getestet, bin ich mir nicht 100% sicher, aber sollte theoretisch auch funktionieren. So. Dann würde ich jetzt sagen. Ach, wieso habe ich ihn jetzt auf Word.io gestellt? Bah, das war falsch. Da muss er hin. Der SCSI-Controller muss auf VMware PVSCSI. Paravirtual. Weil der kann komischerweise mehr Disks. Frag mich nicht warum. Ich weiß nicht, was hier Proxmox da im Hintergrund baut oder auch nicht. Wie gesagt, es ist nicht mein System, es ist nicht mein Betriebssystem, mit dem ich warm werde. Kann ich gleich sagen. Deswegen ist mir alles zu umständlich. Starten wir das Ganze mal. Ich gehe mal in den Config-Mode, dass wir mal eine Übersicht noch kriegen über die Sysinfo und dass ich die Platten nochmal formatieren kann. Also im Vergleich zu ESXi ist das ja alles sehr angenehm.
Oder sehr unangenehm, sagen wir es mal so. Das ESXi ist sehr angenehm im Vergleich. Also hier, das ist alles so umständlich gebaut. Da viel zu viel Konfiguration für das, was man machen möchte. Ich formatiere bloß mal schnell die Platten. SDB, SDC, SDD, SDE, F, G, H. Kann natürlich jetzt ein Stück dauern. Schauen wir mal, ist das irgendwo. Also ihr seht, Vendor Quemu ist klar. Meine CPU wird richtig erkannt. Systemstelle auf KVM. Ich habe hier eine 4021 ausgewählt. Ja. 8 Drives am PVS CSI wird erkannt oder werden erkannt. Ihr seht auch, ich habe keine SATA-Disk dran. Jetzt hier. Ich habe selbst die Loader-Disk auf in dem STSI-Controller drin. Und das geht trotzdem. Prost, Prost. Ihr seht es auch hier oben. STSI als Bootloader. Hab keine speziellen Einstellungen irgendwas ausgewählt. Ich habe meine ganz normalen Standardeinstellungen, die ich in jedem Video zeige. Deswegen, da hat sich nichts getan. Lassen wir den ganzen Spaß mal laden. Ich weiß nicht, warum man ein System so umständlich bauen muss. Irgendwie versuchen sie hier alles in eine Anwendung reinzubauen, aber nichts ist richtig fertig. Ich verstehe es einfach nicht. Proxmox und Unraid hätten die Möglichkeit oder hätten das Potenzial, ESXi eine Alternative zu sein für ESXi. Beziehungsweise eine Alternative für die VMware-Produkte zu sein. Aber so umständlich wie die Systeme aufgebaut sind. Also für mich nicht. Muss jeder für sich entscheiden. Ich persönlich finde es einfach zu umständlich, was die ganze Konfiguration und so weiter angeht. Da bin ich mit meinem ESXi 10-mal schneller. Ja, ich mache gerade für VMware Werbung, auch wenn die eigentlich durch die Übernahme von Broadcom ein bisschen less sind. Aber es gibt noch genug Quellen fürs ESXi, wo man die ISOs bekommt. Unter anderem auch bei den Softwareherstellern. Hier seht ihr schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier sind alle da. AS4021 XS Plus. Einmal löschen. ESXi kriegt auch weiterhin Sicherheitsupdates oder Sicherheitspatches. Deswegen macht man da erstmal keine Gedanken. Die Installation funktioniert jetzt. Dadurch, dass die Loader-Disk ja mit hier dran hängt, an dem Controller, kann es sein, dass meine Installation jetzt gleich abbricht. Wäre jetzt etwas doof. Vor allem, wenn ich euch das zeigen möchte. Bin nebenbei noch im Discord etwas aktiv, weil ja doch einige Nachrichten hier gerade reinkommen, beziehungsweise halt so viele Leute gejoint sind, wo ich immer noch nicht weiß, ob das ein Raid wird oder ob das irgendwas anderes wird. Bin ich mir noch nicht so ganz klar.
Hab auch mal sicherheitshalber bei Discord den Anti-Raid-Shots eingeschalten. Okay. So, das System startet. Einzig, was ich festgestellt habe, dadurch, dass das halt bei mir auch bloß in der V, also das Proxmox bloß in der VM läuft und das DSM in der VM in Proxmox, es dauert etwas. Aber das haben wir jetzt umsonst. Ich möchte euch eigentlich bloß zeigen, dass mehr als 8 Disks gehen. Und dann war das eigentlich auch schon der Hauptgrund. Vor allem wollte ich euch halt mal meine Einstellungen zeigen, die ich gewählt habe. Für den ganzen Spaß hier. Dass hier halt auch wirklich alles funktioniert und dass ihr halt auch seht, es geht. Mit den Einstellungen getestet, mit den Einstellungen funktioniert's. Ja. Na komm, lass mich rein. Die Konsole. Konsole sagt noch gar nichts. Mir fehlt hier der RAM dispatched. Nee. Geht sogar. Na, Connection Refused heißt, er ist gleich da. Zieht sich lustigerweise etwas länger als sonst. Aber eine Virtualisierung in einer Virtualisierung ist halt ja etwas zu viel verschachtelt. Komm. Zehn Punkt null Punkt vier Punkt vierundsiebzig. Noch nicht. Lässt er sich auch Zeit. Vorhin kommt es mir nicht so lang vor. Oder habe ich die Disks auch im Nachhinein hinzugefügt? Muss ich dazu sagen. Oder muss ich zugeben? Na, na, er lädt länger. Jetzt. Hat sich ganz schön gezogen.
Also heute hängt es wieder. Heute hängt es extremst. Na komm. Schon wieder jemand Neues auf dem Discord-Server. Langsam kriege ich Angst. Sind. Also 100 Mann reichen heute nicht. Das macht mir ein bisschen Angst. Na komm, mach was. Boah, jetzt wird auch Zeit. So, Test PvE. Ihr seht, ich hatte es schon mal angemeldet und getestet. Sonst hätte ich jetzt auf der IP nicht meine Daten. Sieht aber nicht so schlimm aus. Von der Auslastung. Na, wer weiß. Überspringen. Weiter. Ja. Ein Video mit viel Wartezeit. War nicht so geplant. Ich will es aber jetzt auch nicht rausschneiden, dass ihr wirklich seht, dass ich nichts dran rumdrehe. Ein Hauptgrund, warum ich diese Videos mache, dass nichts geschnitten ist und dass ihr wirklich seht, dass es damit funktioniert. So, weiter. Uiuiui, das System hängt. So, Speicherpool erstellen. Wenn ich das sehe, sieht das schon mal gut aus. SATA SSD und eine SATA HDD, genau, passt. Ja, was nehmen wir? Bin zwar kein Freund von SHR, aber ich mach's jetzt einfach mal, um es euch zu zeigen. Oh, 3, 4, 5, 6, 7 und 8, genau, sind mehr als 6, sind 7 Laufwerke. Damit ist sicher, dass wir dieses 6-Disks-Limit umgehen. Proxmox-Eigenheiten halt. Na komm. Er dauert ja noch länger als. Ja, das sieht doch gut aus. Okay. Stripe Cache. Ja gut, das kann ich nicht. Da fehlt mir der RAM. Habe ich zu wenig drin. Habe nur 8 GB drin. Oder 8 GB konfiguriert. Ihr seht, alle Disks da. Die Disks sind da. Das ist der Loader. System wird synchronisiert. Sehr schön.
Sieht gut aus. Ihr werdet bei mir in den Videos übrigens keine Seriennummern mehr sehen, die zum Eye-Patch gehören. Die werde ich euch einfach nicht mehr zeigen, weil, nö. Die Funktionen, die wichtig sind, kann ich euch so zeigen. Und QC habe ich euch im letzten Video gezeigt, da werdet ihr aber die Seriennummer oder irgendwas dazu nicht mehr sehen. Gut. Das funktioniert. Ich wollte eigentlich jetzt hier nochmal bei Speicher schauen, was er mir jetzt hier anzeigt. Ob er mir überhaupt was anzeigt? Ja, tut er. Das passt. Das ist gut. Okay. Und ihr seht, ich habe das 8 GB drin, deswegen wird das mit der Deduplizierung nichts bei mir. Ich habe jetzt auch das Addon nicht drin oder irgendwas. Ansonsten würde ich sagen, Test mit den Einstellungen, die ich hier habe, erfolgreich abgeschlossen. Weiß nicht, inwiefern man da was optimieren kann. Ich weiß, dass es mit den Einstellungen funktioniert. Mit den Einstellungen habe ich es getestet. Alles andere liegt bei euch. So, dann sage ich dem Teil jetzt mal hier Shutdown. Emulieren wir mal den Power-Button. Ja, das ist klar. Geplante Abschaltung. Geht oder geht nicht? Ich schätze, es wird runterfahren. Ich bin mir aber nicht sicher, weil der immer noch im Hintergrund den RAID synchronisiert hat. Mal schauen, was jetzt passiert. Noch habe ich eine Konsole. Bekommen aber keinen Zugriff mehr auf die Web-Oberfläche. Funktioniert. Gut, also funktioniert auch der Power-Button bzw. der Graceful Shutdown. Damit ist mein Test soweit beendet. Und ich habe euch die Einstellungen hier im Video mehrfach gezeigt. Viel Spaß damit. Viel Spaß mit euren Systemen, falls ihr Proxmox nutzt. Und bis zum nächsten Mal.